Das Umrechnen von Längen ist extrem wichtig, weil du manchmal mit sehr großen Zahlen sonst arbeiten müsstest. Würde dir diese Angabe was bringen? 500.000 Millimeter. Sag das mal zu jemandem. Du bist 500.000 Millimeter entfernt. Dann weiß der gar nicht, um was es geht. Wenn du dieser Person aber sagst, das entspricht hier nämlich 0,5 Kilometer, also einen halben Kilometer, dann weiß die Person schon so ungefähr, na, einen halben Kilometer, das ist vielleicht so einmal ins Dorf, ja, also da kann man schon eher was mit anfangen. Und wenn du jetzt noch angibst, das sind 500 Meter und ungefähr ein Schritt eines Erwachsenen ist ungefähr ein Meter, dann kann man sich darunter jetzt schon richtig was vorstellen. Du siehst also, diese Umrechnung innerhalb dieser Längenangaben ist extrem wichtig und jeder kennt sich eigentlich auch damit aus. Aber wenn man hier so eine große Zahl angibt mit einer sehr kleinen Einheit, dann wie Millimeter, dann verlässt einen hier das Verständnis für die Längenangaben. Gestern wurde doch gesagt, dass unser Hotel 300 Meter vom Strand entfernt steht. Wie weit ist das eigentlich? Meinst du jetzt in Kilometern? Ja, zum Beispiel. Obwohl mich auch interessiert, wie viel das in Zentimetern ist. Ich bin im Vergleich 161 Zentimeter groß. Wir können ja versuchen, das in verschiedenen Größen anzugeben. Gut, versuchen wir das doch einfach mal. Allerdings müssen wir vorher noch ein paar Dinge klären. Erst einmal, was ist denn überhaupt ein Kilometer? Ich hatte das oben jetzt an der Tafel schon mal so kurz angedeutet. Ein Kilometer sind immer 1000 Meter. Dieses Wort Kilo, was da in Kilometer drin steckt, das gibt das schon an, weil Kilo steht immer so für 1000, eine Tausendangabe. Okay, gucken wir mal auf die Entfernung von zwei Städten. Die beiden Städte sind meinetwegen 13 Kilometer entfernt. Dann müsste man das jetzt in Meter umrechnen. Dann würde man rechnen 1000 mal, und dann hat man ja hier 13 stehen. Mal 13 ist gleich 13.000 Meter. So, du siehst, wir sind jetzt von der Angabe Kilometer zu Meter mit der Zahl extrem viel größer geworden. Gut, jetzt geht es aber hier bei Jonas darum, wie viel denn eigentlich 300 Meter in Kilometer sind. Also, wir haben hier 300 Meter. So, jetzt müssen wir quasi den Weg andersrum gehen. Eben gerade sind wir von Kilometer, haben wir auf Meter umgerechnet, indem wir mal 1000 gerechnet haben. Hier, Malzeichen. Jetzt müssen wir den Weg andersrum gehen. Und wenn du andersrum den Weg gehst, musst du geteilt rechnen. Also haben wir hier 300 geteilt durch 1000. So. Ja, wie macht man das? Es gibt einen Trick dabei. Und zwar, dass du die Kommastelle verschiebst. Im Moment wäre ja die 300, würde ja so aussehen. 300 und dann sagen wir mal 0,0. Das würde nichts verändern. Nur wir haben jetzt schon mal eine Kommastelle reingebaut. So, und jetzt zählst du, wie viele Nullen hier sind. Eine Null, zweite Null, dritte Null. Und um genau so viele Stellen, wie du hier Nullen bei der 1000 hast, musst du das Komma jetzt nach vorne verschieben. Also, erste Stelle, zweite Stelle, dritte Stelle. Und jetzt hast du ja hier sowas, 0,3 dann am Ende. Also musst du hier vorne noch eine 0 ergänzen, damit das überhaupt Sinn macht. Also haben wir jetzt das Komma bei der 300 drei Stellen nach vorne geschoben. Das Ergebnis ist also, ist gleich 0,3 Kilometer. Vielleicht hättest du es ja auch so hinbekommen. Du bekommst es auch hin, wenn du hier schriftlich dividierst. Mit ein bisschen Übung klappt das auch. Man sieht es eigentlich auch, weil man müsste ja eigentlich hier mindestens 1000 Meter haben, um mindestens auf 1 Kilometer zu kommen. Dadurch, dass die Zahl hier kleiner ist als 1000, nämlich 300, komme ich ja noch nicht mal auf 1 Kilometer. Also muss die Zahl auf jeden Fall schon mal kleiner sein als 1, also eine 0, vorne haben. So, und ja, da musst du so vorgehen wie hier mit dem Komma verschieben und kommst dann auf 0,3 Kilometer. So, das heißt, Jonas weiß auf jeden Fall jetzt schon mal, dass der Strand 0,3 Kilometer vom Hotel entfernt ist. Aber er wollte ja auch wissen, wie viel das eigentlich in Zentimetern ist. So, und dafür müssen wir uns hier erst einmal den Tipp angucken. Du musst jetzt also überlegen, ob die Zahl größer oder kleiner wird. Okay, erstmal Stopp hier. Lies noch nicht weiter. Das müssen wir uns erstmal überlegen. Was ist damit gemeint? Also, wir brauchen erstmal so eine Art, ja, Strahl von Längenangaben. Ein Kilometer
ist gleich 1000 Meter. Das heißt, du siehst, wir sind jetzt von links nach rechts mit der Zahl schon viel, viel größer geworden. So, jetzt müssen wir gucken, was ist denn ein Meter? Ein Meter, jetzt müssen wir wieder auf dem Zahlenstrahl hier sozusagen nach rechts gehen und mit der Zahl größer werden, sind 10 Dezimeter. Dann müssen wir gucken, was ist denn überhaupt ein Dezimeter? Ein Dezimeter ist gleich 10 Zentimeter. Kannst dir auch mal ein Lineal nehmen oder einen Zollstock und dir das mal angucken. Und jetzt müssen wir auch noch mal ganz kurz gucken, was ist ein Zentimeter? Das ist gleich 10 Millimeter. So, und jetzt schauen wir mal, was sich hier eigentlich getan hat. Also, wir hatten hier erst die 1, sind dann auf die 1000 gegangen. Das heißt, wir hatten hier den Faktor mal 1000. Dann sind wir von Meter auf Dezimeter gegangen. Da hatten wir den Faktor 10. Diesen Faktor 10 hatten wir auch von Dezimeter auf Zentimeter. Und auch von Zentimeter auf Millimeter. Das heißt, du kannst dir merken, dass du den Faktor 10 immer hast, bis auf bei dem Übergang von Kilometer auf Meter. Da hast du nämlich 1000, weil da steckt nämlich ein Kilo drin. So kannst du das merken. Kilo ist immer 1000. Auch bei Gramm und Kilo auf dem Markt, wenn da irgendwas abgewogen wird, ist es ja auch so, 1000 Gramm sind ein Kilo. Also immer 10er Schritte, ansonsten bei 1 Kilometer sind es dann 1000. Also, wenn wir auf dem Zahlenstrahl, und das kommt jetzt hier, jetzt kannst du weiterlesen in diesem Tipp, wenn du dich von links nach rechts auf diesen Zahlenstrahl bewegst, wird die Zahl dann immer größer. Von rechts nach links, also zurück, würde sie demnach immer kleiner werden. Das liegt daran, dass, wenn wir jetzt hier von Millimeter auf Zentimeter springen würden, müssten wir rechnen, geteilt durch 10. Und wenn wir von Zentimeter auf Dezimeter springen würden, müssten wir auch rechnen, geteilt durch 10. Und von Dezimeter, du errätst es wahrscheinlich schon, geteilt durch 10. Und jetzt hier hinten eben nicht geteilt durch 10, sondern geteilt durch 1000. Und so bewegt man sich auf diesen Zahlenstrahl. So, und wie rechnet man jetzt hier von Metern in Zentimeter, beziehungsweise erstmal, hier steht ja von Metern in Dezimeter um. Wir haben 300 Meter und du siehst ja, wir müssen hier diesen Schritt machen. Warte mal, damit du das besser siehst, mache ich dir dann nochmal eine andere Farbe zu. Wir sollten jetzt ja hier diesen Schritt machen, von Meter auf Dezimeter. Das heißt, wir haben hier mal 10. Genau das passiert hier auch. Wir haben 300 Meter, die Jonas ja angegeben hat, rechnen die mal 10 und sind dann bei 3000 Dezimeter. Diese Angabe, 3000 Dezimeter, reicht uns aber noch nicht. Wir wollen ja von Meter auf Zentimeter. Also müssten wir nochmal mal 10 rechnen. Die kommt hier nochmal dazu. Also 300 Meter mal 10 sind wir bei Dezimeter. Und nochmal mal 10 sind wir bei Zentimeter. Und das Ergebnis ist dann 30.000 Zentimeter. Du kannst jetzt auch noch einen weiteren Schritt gehen, wenn du gerne auf Millimeter möchtest. Dann ist das hier hinten, dieser Schritt noch. Also, die ersten beiden Schritte haben wir schon gemacht. Und sind jetzt bei 30.000 gelandet. Wenn du jetzt auf Millimeter möchtest, dann musst du auch noch den letzten Schritt gehen und hier nochmal mal 10 rechnen und dann bist du bei 300.000 Millimeter. Also eine sehr, sehr große Angabe und mit dieser Angabe wäre ich auch immer etwas vorsichtig, weil 300.000 Millimeter, da können die wenigsten was mit anfangen. Schauen wir mal auf Jonas. Also sind 300 Meter 0,3 Kilometer, 3000 Dezimeter, 30.000 Zentimeter und 300.000 Millimeter. Jetzt nehmen wir uns einen Meter davon raus und möchten den gerne in Dezimeter umrechnen. Dann kann das nur mit dem Faktor 10 passieren. Und das Schöne ist, dieser Faktor 10, den setzen wir immer um. Das heißt, außer am Anfang bei den Kilometern müssen wir immer mal 10 rechnen. Also vom Meter auf Dezimeter.